So, grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Letztes Teilstück und das war's, meine Damen und Herren. Wir haben die Mauer errichtet. Die Mauer, die uns vor den Feinden schützen soll. Tö, hoffentlich. Ob das wirklich der Fall ist, wir werden es sehen. Wir lassen uns alle überraschen. So, provisorisch statischer Turm. Wir müssen unbedingt mehr von diesen Essenzsammlern hier bauen. Oder wir verbessern die einfach. Was auch eine Möglichkeit ist. Dann sammelt er, glaube ich, schneller und mehr. In Klammern, I hope so. So, ansonsten, ja. Kisten, wir brauchen halt unbedingt nochmal einen Marktplatz, wo wir uns Schlüssel kaufen könnten. Den könnten wir eigentlich demnächst mal setzen. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. So, Karotten, was ist das denn hier eigentlich immer? Lüben. Laura Orfell wurde geboren. Ah, Laura Orfell. 12 neue Gebäude. Kann man setzen. Gut, dann fangen wir mal an mit dem... Klinik haben wir auch noch gar nicht. Okay, Klinik müssen wir auf jeden Fall bauen. Die wollte ich hier unten hin haben. Oder hier vielleicht? Ja, scheiß mal auf die Kiste. Pack mal hier die Klinik hin. So, einen Marktplatz. Und den... setzen wir dann einfach mal hier hin. Mal kurz abreißen nochmal. Setzen wir den hier hin. So, da kommt der Marktplatz hin. Hier unten kommen dann die ganzen Sachen, Schmiede und so weiter. Das ist ja leider ein kleines Problem oder logistisches Problem, dass die ganzen Ressourcen, also Erze und so weiter, dann erstmal nach hier hinten geschleppt werden müssten. Aber gut, ne? Da müssen wir durch. So, und jetzt würde ich halt auch gerne alles wieder rausschmeißen, was nicht nied- und nagelfest hier drin muss. Okay, also hier haben wir schon mal ein paar Kristalle drin und ein bisschen Erz. Das Erz kommt aber gleich in die Lager. Damit sollten wir dann die ganzen Lager erstmal wieder freikriegen. Hier ist zum Beispiel auch alles nur voller Erz. Hier ist fast nur Erz drin und hier ist auch fast nur Erz drin. So, aber jetzt haben wir die kleinen Minerallager. So, Munition, Nahrungsmittel. Ein Schlüssellager müssen wir noch machen. Oder ein Schlüsselschuppen heißt das Ding ja. Okay, ein Schlüssellager. Jetzt habe ich natürlich hier alles zugebaut, was sie wo eigentlich farmen hin sollten. Unwirsch. Egal. So, dann kommt der Schlüsselschuppen dahin. Bam, bam, bam. Ja, das sollten wir vielleicht auch mal kurz entfernen hier. Beziehungsweise glatt machen. So, hier machen wir das hier einfach auch alles weg. Das braucht dann auch kein Mensch mehr. Gut, einer ist erwachsen. Dann wirst du bitte Sanitäter. Genau. So, Produktion. Wir machen mal 20, würde ich sagen, von beiden. Also Erste Hilfe und Bandagen. So, der ist auch noch auf unendlich gesetzt. Sehr schön. Wasser ist auch noch super. Da habe ich keine Bedenken erstmal. So, ich weiß nicht, warum der hier nichts einsammelt. Aber okay. So, jetzt gucken wir mal. Kommen die schon losgerast? Nee, ne? Alles noch gut. Ist das Weiße hier eigentlich? Holz. Okay, also Weiß sind Ressourcen. Ressourcen. Sei das hier. Okay, da liegt Müll davor. Ich dachte, da steht ein Hund vor der Tür. So, wo sind die Gegner? Da. Und sie laufen da durch. Okay.
schießt denn der Schleuderturm bitte nicht über Mauern? Will er mich verarschen? Ach, weil ich den Geschützturm bauen muss und keinen Schleuderturm, ich Blödmann. Ja, ich brauche Geschütztürme. Gott. Ja, sorry. Da hab ich was verwechselt. Gut, dann demontieren wir das. Ist vielleicht nicht ganz das Cleverste, das mitten in der Nacht zu machen, weil wir ja trotzdem angegriffen werden. Aber ist mir jetzt egal. Ich denke, wir sollten das irgendwie hinkriegen, dass wir uns hier verteidigen können. Ich denke, unsere Wachen sollten das irgendwie hinbekommen. Außerdem haben wir ja hier noch unsere provisorisch statischen Türme. So, dann schafft man alles gleich hier rüber. Wir bauen auch gleich mehr Geschütztürme. So, ich helfe mir hier ein bisschen mit, ne? Ist nicht alles Holz, was glänzt, aber Stein. So, da drüben müsste ich ja auch noch mal ein bisschen als Gott arbeiten. Weil die Scheiße verdirbt so schnell. So, da unten liegt auch noch ein bisschen Stein rum. Aber ich denke mal, die letzten Ressourcen sollten sie auch so hinkriegen. Und dann werden wir... Ach so. Ach Gott, wir müssen auch so viele Sachen bauen. So, also Marktplatz kommt auf jeden Fall mal einer hin. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall die... die Schmiede, beziehungsweise erstmal die Schmelze, damit wir Gold prägen können. Und damit können wir uns dann neue Schlüssel kaufen. Also, Manufacturer. Werkzeug? Ne, erstmal brauche ich die Schmiede. Genau, die brauchen wir, damit wir Münzen herstellen können. Also diese Goldmünzen. So, können wir das mal hier bitte alles fertig bauen? So, jetzt haben wir es immerhin schon mal Tag. Gut, der ganze Müll, der kann dann irgendwann mal weg. Da liegt übrigens noch ein Stein rum. So. Da sind noch ein paar Sachen, die wir vielleicht auch mal einlagern könnten in die Kaserne. Aber das machen, glaube ich, eher die Organisatoren. Der Organisator. Tor. Organisator. Okay, wieder vier. Okay, Nomaden kommen auf jeden Fall wieder super viele dazu. Organisatoren. Drei Stück. Also viere dann. Dann haben wir noch einen, der wird... Holzberg ist okay. Oh Gott, Holzfäller fehlt. Ja, weil nichts mehr angewählt ist. Das ist absolut richtig. Oh ja, den ganzen Holzklumpen weg. Das wollte ich eigentlich auch alles abreißen, ne? Theoretisch. Ah, wir lassen das mal, aber das kommt auf jeden Fall weg. Da soll bitte nichts mehr wachsen. Ja, ist auch schön, dass wir damit wieder direkt anfangen. So, dann haben wir noch zwei übrig. Tischler brauchen wir nicht. Holzfäller, das passt, das passt. Passt, 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 passt. Köche ist auch okay. Abfüller ist auch absolut okay. Wachenverkäufer, Müllmänner, okay. Ich würde noch einen Müllmann machen und meinetwegen noch einen Bauarbeiter. Bauarbeiter müssen wir gleich eh wieder abziehen, weil es neue Berufe geben wird.
So, Steinschleifer. Dich bitte gleich mal auf 48 hoch. Den können wir auch noch höher machen, weil wir haben ja das Munitionslager schon. So, aber jetzt haben wir immer noch hier die Geschütztürme, die auch über die Mauern schießen können. Damit haben wir schon mal einen großen, großen Vorteil. Ja, die Schleudertürme. Gut, irgendwann werden wir eh hier innen angegriffen werden, ne? Wir wissen es alle. Wenn der Meteoritenregen kommt, der sich jetzt eigentlich irgendwann demnächst ankündigen sollte, dann müssen wir auch hier drinnen uns verteidigen. Da kommen wir nicht drum herum. So, sehr gut. Hier ist das ganze Holz weg. Wohnungsmäßig sind wir noch 6 im Plus. Ne, wir sind 11 im Plus sogar. 6 Gebäude können wir noch bauen. So, sehr schön. Der erste Schmelzer. Ich hätte gerne wieder... Gut, da wir das Minerallager haben. 50, 25... Wie war das mit 100? Vergesst jetzt mal, wie 100 ist. So. 100 Eisenbarren. Der wird jetzt natürlich wieder massiv arbeiten. Aber irgendwann, wenn das ganze Eisenerz weg ist, dann hat er wieder gar nichts zu tun, ne? Wir kennen es. So, Munitionslager verbessern. Den Bogenmacher müsste ich bauen. Oder den Pfeilmacher. Damit wir auch hier die Ballistentürme bauen können. So, ach ja, Kristallveredler. Ich wollte auch die Kombobulatoren jetzt bauen. Die würde ich dann hier so hinsetzen. Ah, Kombobulatoren müssen wir bauen. Hilft nicht. Gut, dann gehen wir wieder auf Sammelstellen. Kristall. Ach ja, stimmt. Wir haben ja eh schon rausgerissen. So, dann bitte dahin. Und als Veredelung der Kristallveredler. Den. Schade. Ja, wunderbar. Packen wir dahin. Hier auch noch den Bogenmacher bauen. So. Dann habe ich hier alles komplett vollgesenzt mit Sachen. So, haben wir denn auch zufällig noch irgendwelche besonderen Stellen? Nö. Na gut, hier im verdorbenen Gebiet sowieso nicht. Kannst du hier oben halt klemmen. Da sieht's auch nicht danach aus. Und hier in der Mitte? Nö. No, no, no. Was ist das denn eigentlich für ein Hakenkreuz? Mann, Mann, Mann. How bad? So, haben wir jetzt schon mal so ein bisschen was rausgeholt? Naja, okay, das war ja nie voll. Oh ja, es geht eigentlich. Ja, einen zweiten Schmied werde ich auch erstmal einstellen. Der wird, wie gesagt, anfangs echt viel zu tun haben. Rüstungsschmied, Werkzeugschmied. Brauchen wir auch beides. Hier wäre natürlich perfekt, aber geht nicht. Schade eigentlich. Knallchen hier hin. So, dann könnten wir hier theoretisch auch mal ein Häuschen bauen. So, setzen wir da nochmal ein Haus hin. Jetzt haben wir natürlich wieder super viele Arbeitsstellen, Baustellen. So, sehr geräumig. Die können wir auch nochmal verbessern, ne? Auch wahnsinnig geräumig. Nochmal Schlafgeschwindigkeit minus. Aber nochmal 8 Wohnraum mehr. Die Dinger sind halt bombastisch gut. Eigentlich brauche ich das Teil überhaupt nicht. Können wir eigentlich auch direkt lassen. So, du bist Organisator, oder? Ne, ist ein Hund. Der organisiert nicht allzu viel. Matthew Marta ist erwachsen geworden und wird bitte Schmied. Okay, dann haben wir das, das,
Den Schmelzer haben wir, oder die Schmiede. Dann können wir jetzt auf Verbesserung gehen. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Wir können mal kurz durchgehen. Kurierstation. Ja, definitiv. Instandhaltung brauchen wir eigentlich gerade nicht mehr. Wegebauhütten eher auch erstmal nicht. Und Migrationsstation auch erstmal nicht. Station. Kurierstation, ja, das ist richtig. Die brauchen wir definitiv. Die würde ich gerne Richtung Marktplatz knallen. Die packen wir mal hier mit hin. Okay, scheiße, wir sind voll mit Gebäuden. Wir müssen erstmal ganz kurz hier wieder verbessern, alle. So, das wird Hilfsgebäude, Hilfsgebäude, Hilfsgebäude. Das verbessern wir. Und, okay, wir müssen hier auf jeden Fall... Wenn wir dann wieder einen Bauslot haben, müssen wir hier mal eine Feuerstelle hinbauen. Oder auch zwei Feuerstellen, ist ja Wurst. Können wir wegen hier so zwei Feuerstellen hinsetzen. Aber ansonsten bin ich erstmal zufrieden, dass wir das hinbekommen haben mit der Mauer. Dass wir uns da nicht gleich überrennen. So, wir brauchen zwei Arbeiter. Einer, der Pfeile herstellt. Wir brauchen sogar drei. Und zwar machen wir mal 25 Köcher und 25 Pfeile. Und hier bitte erstmal eine 40. So, der erste, der hier Kristalle sammelt. Da ist übrigens der Meteorregen. So, jetzt werden wir nämlich hier drin angegriffen. Wo geht er denn runter, der Meteorregen? Das ist nicht die Blutmondnacht. Jetzt mal ernsthaft, wo geht denn er runter, der Meteorregen? Hä? Okay, er ist auf jeden Fall vorbei. Keine Ahnung, wo er runtergegangen ist. So, und Kristallveredler. Quatsch, ein. Lass mir hier eine Arbeit einstellen. 24. So, haben wir jetzt noch irgendwas nicht besetzt? Nee, ne? Nee, sieht erstmal gut aus. So, hier sammeln sich schon mal die Leichen. Wunderbar. Ja, super geil. Super schöne Stelle hier wieder. So, hier braucht man Arbeiter. Ja, ich würde sagen, machen wir erstmal 30, 30, 30 von allen. So, der Marktplatz. Ach ja, da fehlt's. Ach nee, wir haben Geld. Anheuern. Catch-Sheet-Arbeiter. So. Schlüssel kaufen. Fünf Dinger. So, wir holen uns mal einen Arbeiter. Was kauft? Oh, da sind die Schlüssel. Schön. So, meine Damen und Herren. Wir können Kisten öffnen. Ressourcenkiste. Okay, eine Ressourcenkiste. Ist akzeptabel. Was sind das ja eigentlich nochmal für Dinger? Ach, Goldmünzsäcke, wunderbar.
So. Wir sparen uns jetzt mal kurz ein, zwei Schlüssel auf. Nicht, dass wir jetzt hier unendlich Schlüssel benutzen und hier die ganzen Kisten öffnen und einfach alles voll ist mit irgendwelchen Sachen. So, der Werkzeugschmied. Waffen bitte auch 30 und hier machen wir erstmal 10 von allen. Das sollte dann erstmal wieder reichen. So, hier liegen auf jeden Fall auch überall Barren rum, die meiner Meinung nach nicht weggehen können. Also nicht weggehen heißt, die nicht, ja, zu Müll werden können. Weil so ein Eisenbarren oder so ein Goldbarren, bis der mal irgendwann verfault, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ja, also von daher hoffe ich mal, dass die ganzen Barren da nicht zu Müll werden. Genauso Goldsäcke. Also warum soll Gold schlecht werden? Würde sich für mich nicht erklären, das Ganze. Gut, dann haben wir jetzt wirklich alles. Ja, die provisorische Kurierstation, okay. Da müssen wir nochmal einen einstellen. Damit wir auch die ganzen Rationen nach Norfolk... Norfolk? War Norfolk unsere Hauptstadt? Liefern können. Ansonsten... denke ich mal, sind wir erstmal gut aufgestellt. So, ein Bauarbeiter noch. Ich würde tatsächlich gerne noch eine weitere Farm bauen. Achso, erstmal die Feuerstelle, bitte. Die beiden. Ich würde tatsächlich noch gerne eine Farm bauen. Am liebsten da, wo auch Water ist. Also beispielsweise hier. Dann was mal dahin. Da machen wir alles weg und hier müsste dann Wasser geerntet werden. Für die Farm. Und dann machen wir uns jetzt als nächstes daran. Ich denke, Verteidigung sieht erstmal noch gut aus. Machen wir uns daran, die Gebäude zu verbessern. Okay, einen haben wir sogar noch. Gut, Farmer bräuchte ich halt demnächst wieder, ne? Da sollte ich nicht mit kleckern, sondern eher klotzen. Machen wir es mal, trotzdem noch einen Bauarbeiter. Und dann... machen wir das hier noch fertig. So, letztes Teil noch. Gut, sehr schön. Dann, meine Damen und Herren, machen wir Feierabend für heute. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Keine Steine in der Nähe. Warum? Ach, für diese scheiß Steingolems, wa? Hm? Würde hier oben natürlich mehr Sinn machen. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da müssen wir doch mal ganz kurz umswitchen. Und die Kurierstation da oben hinsetzen, da wo auch Stein in der Nähe ist. Ne? Das war mal wieder nicht nachgedacht von mir. Okay, so, dann bis übermorgen. Haut rein, tschüss.